Okay, der Typ kam ein bisschen früher als gedacht, kam er schon nach einem Kampf und ja, meinetwegen versuchen wir mal. Ja, versuche mich an Deleon. Wird schon klappen. Ich habe ich hab die falsche Dings ausgewählt, die falsche Klasse, aber irgendwie nur Superball. Da kann irgendwie nicht stimmen, ne? Aber na gut. Versuchen wir mal. Warte mal, warum hast du den? Hab ich doch. Egal, Tarnsteine. Feuerfee, da ist ein Friedensschaden, der sollte mich nicht kaputt hauen. Ja. So, Tarnsteine für dein Glurak gleich. Irgendwie habe ich die falsche Klasse ausgewählt. Das ist richtig doof. Und der erste Kampf, der war ganz schön schwer, den habe ich gerade mal so geschafft. So. Wir bleiben natürlich hier bei mein Stalos erst einmal, ne? Den Rest des Teams seht ihr gleich. Ich habe es extra so ummodelliert, dass ich vielleicht gegen das Glurak eine Chance habe. Nein, das gibt's jetzt nicht. Oh, hol den doch kaputt. Okay, nee, ein Angriff überlebe ich leider nicht mehr. Dreck. Jawohl, geil. So, wenn ihr jetzt einen Glurak direkt aufpackt, ne, den einmal deiner maximiert, dann wäre eigentlich nicht schlecht. Dann hat er schon mal eine Runde hier verballert. So, komm. Oh nee, Gott rum. Dreck. Von Spitzenstein gestoffen, aber bringt leider alles nichts hier. Ja, komm. Wird es jetzt nicht so bringen, aber gucken. Boden. Ja, okay. Ja, ich habe so ein Gefühl, das Viech ruiniert mir jetzt ja alles. So, so sieht mein Team aus. Ich habe einmal das Viech hier, dieses ja, Wasserfossil-Pokémon, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Problem ist, wir kämpfen jetzt gegen das Viech und das macht uns jetzt wahrscheinlich fertig, ne? Und ich brauche das Viech ehrlich gesagt für das Glurak später. Aber ich habe noch Enya. Ich muss jetzt überlegen, ne? Ich würde das gerne mal gewinnen, ne? Also Fehlender könnte ich ja einsetzen, aber also was wir machen jetzt, aber der macht mich mit einem Pflanzenangriff weg. Marionio hat eine hohe Verteidigung und nun Angriff. Ich versuche das jetzt so, weil das Wasser Pokémon brauche ich gleich für Glurak. Ich hoffe, dass ich schneller als den sein deiner maximiert Glurak. So, ich setze jetzt deiner Schwarm ein, hoffentlich haut den das weg. Krieg leider nur ein Angriff rein wahrscheinlich, weil mein Rionio unglaublich langsam ist. Aber gucken wir mal. Boah, bitte, ich will das mal gewinnen, ey. Ich will das richtig gewinnen, ey. Und dann auch hinter mich bringen. Aber bitte, bitte tu nicht so sehr weh. Trommelstäbe, der macht mich platt, pass auf. Nein, gut. Aber bitte nicht Angriff. Okay. Das ist kein Problem. So, dich müsste ich jetzt mit einem Schlag kaputt haben. Komm. Okay. Alles klar. Jetzt kommt in sein Glurak und jetzt wird es wehtun. Gegen den wollte ich eigentlich Dings hier einsetzen. Oh gut. Oh Gott, ich muss gleich nur noch einmal schneller sein. Dann war es das. Deiner Brocken. Ja, blödes. In sein Glurak ist schneller. Macht mich jetzt mit einer Solarstrahl kaputt, ne? Und das war's. Hoffentlich ist mein Fossil-Pokémon schneller als den in seiner Geiger-Dynamax-Form. Und dann könnte halt noch was werden. Komm, 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 komm. Deiner Wall? Warum? Deiner Brocken? Okay. Deiner was? Warum nicht? Hat er nicht sein Pflanzenangriff eingesetzt? Okay. Deiner Brocken, vierfacher Schaden. Oh nee, der hat so eine blöde Beere. Aber da müsst ihr trotzdem. Komm schon. Deiner Brocken, vierfacher Schaden. Jawohl. Ich hoffe, ich habe die richtige Klasse aber auch jetzt gehabt. Da stand nämlich nur super, weil das hat mich irgendwie nervös gemacht. Ja, sie hat den Schaden reduziert, ist trotzdem tot.
Ich meine, ich hatte schon höher als Superball, ne? Das macht mich jetzt echt nervös, ey. Jetzt echt das Falsche ausgewählt und würde mich jetzt voll aufregen. Dein Team, ihr strahlt selbst heller als ich. Damit hast du ja einen Rangstufe verdient. Allerdings werde ich auch an Stärke zu legen. Okay, ich hatte schon höheren. Habe ich glaube schon alles gelesen, ne? Du hast Rang 10 erreicht, du hast die Hyperball-Klasse erreicht. Hatte ich doch schon, oder? Bin ich wieder abgestiegen? Musste ich wieder höher steigen? Fähigkeitenkapsel. Oh, das ist nicht schlecht. Handvoll Ernstmünze. Und 20 GP. Aber ich hatte doch schon, oder? Hä? Oder hatte ich das noch nicht? Oh Gott, hier geht's immer noch weiter. Dreck. Okay, dann ja, sehen wir uns, wenn ich da mal weiterkomme. Und so sehen wir uns wieder in der Hyperklasse gegen Deleon. Und ja, das ist jetzt der 5. Kampf oder so in der Hyperklasse, Hyperballklasse. Und da steht er schon wieder. Und ja, gut, bis jetzt lief es gut mit dem Team, was ich beim letzten Mal schon hatte. Mal, was dieses Mal auch funktioniert. Liberlo mit der gleichen Start wie beim letzten Mal. Gutes Zeichen. Ist natürlich, was jetzt mal alles kommt, ne? Nidhogg, Stalos. Ich habe so die Verteidigung jetzt maximiert. Und mir irgendwie nur so 6 Punkte oder so. Oh Gott, das wird wehtun. Aber ich habe Robustheit. Ich meine Tarn schneidet definitiv noch aus. Kacke. Gut. Gut ist, ich weiß, was ich gegen das Viech einsetze als nächstes. Ich frag sowieso jetzt also. Außer wenn er daneben gehauen hätte, aber Glück habe ich da ja nicht. Ja, okay. Egal, das Glurak ist geschwächt. So. Und ich setze jetzt was ganz Krasses ein, und zwar Moss. So, die Sache mit dem Fossil Pokémon, ne? Ich habe vergessen, wie jetzt nur mein echt heißt. Festragon oder irgendwie sowas. Machen wir sogar richtig. Das Viech hat Titankiefer, was ganz schön überpowered ist, ne? Und ja, der hat Bissattacken, ne? Kiemenbiss hier. Guck dich mal den Effekt von diesem Ding an. Der Anwender beißt mit seinem harten Kiemen zu, kommt er vor dem Ziel zum Zug, verdoppelt sich die Stärke Attacke. Also der Typ hat jetzt mal so 170 Stärke plus Stab, was so irgendwie um die 200 Schaden bedeuten würde, plus Titankiefer. Also das Viech macht unglaublich viel Schaden, wenn es als erstes ankommt. Ich habe natürlich die Initiative hochgeballert. Und ja, die Sache ist die, ich weiß nicht, ob dieser Effekt noch bestehen bleibt, wenn das Viech deiner maximiert ist. Aber ich mache trotzdem mal deiner Flut, komm. Das Gute ist, ich glaube, Liberlo wird jetzt nur so mit Feuerangriffen um sich her schmeißen, ne? Ich weiß nicht, was der noch für andere Angriffe hat, aber ich versuche mal, weil da viel ist Wasser, also das Feuer bringt schon mal nichts. Guck mal, jetzt bitte sag mir, ich bin schneller. Nee, Turm, so was von geil. Okay, müsste ich eigentlich nur einen Angriff von dem Glurak aushalten können, was wahrscheinlich je nach oder danach kommt. Also ja, das so Gefühl, ich schaff das schon nicht mehr. Ist schon irgendwie, oh, das ist nicht schlecht. Regen wird Glurak. Okay, so, komm, Glurak, jawohl. Titansteine, das bedeutet natürlich schon wieder blub, die Hälfte AP weg. Jetzt muss ich eigentlich nur noch einen Angriff aushalten und schneller als Glurak sein. Ich irgendwie nicht glaube, der Flieg ist weg. Ich glaube, Orkan trifft jetzt immer, ne? Dreck. Ich glaub, bei Regen trifft Orkan immer, ne? Da glaube ich Orkan. Also, nehme ich jetzt mal an, würde ich jedenfalls haben, wenn ich Glurak hätte, dass ich nur deiner maximiere. Nein, ist schneller. Nein. Ich bin noch am Leben. Ja, du bist sowas von tot. Dünner Flut.
Regen. Hohe Angriffskraft. Boom, du bist weg. Okay. So, bitte sag mir, dass jetzt noch irgendwas langsam ist. Und dann schaffen wir das. So, weil das denn sein letztes ist, das schon wieder Dingens. Gott rum. Max Axe. Oh Gott, bin ich schneller als das Viech? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Drachenangriffe. Ich wollte dem Wutanfall beibringen, aber habe ich nicht. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ein Sandsturmturm, das könnte eigentlich auch nicht schlecht sein. Machen wir das mal. Der ist natürlich schneller. Au. Oh Gott. Mein Rihornio ist nicht so. Oh Gott. Einmal getroffen, ey. Gegen physische Angriffe ist mein Rihornio gewappnet. Also komm. Der hat eine Schutzweste an, also Gott, das wird nichts. Erdbeben, komm, hol das Viech weg. Drachentanz, oh nee. Du wirst mich nicht mit einem Schlag kaputt hauen, tut mir leid. Du bist sowieso schon schneller, also ist das egal. Los, komm, 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 komm. Nein. Okay, du wirst mich nicht mit einem Schlag kaputt hauen. Unmöglich. Gegenschlag. Du bist schneller als ich. Yes. Friss die Macht der Erde. Boom. Alter. Oh mein Gott. Der kann mich jedes Mal, ich kann nicht alles dein Talent zu bewundern. Noch ein Rang höher. Oh, ich muss noch mal gegen den kämpfen, ne? Pass auf. Schon klar und fängt für den Kampf gegen dich gewappnet zu sein. Mein allerbestes Teammeister, das ist das letzte Mal. Hier, nimm diese Uniform als Belohnung. Die steht dir bestimmt hervorragend. Was? Kampfturm-Uniform? Du hast Rang Max erreicht. Du hast die Meisterballklasse erreicht. Okay. Das heißt, das ist wahrscheinlich die letzte Klasse, ne? Silberkronkorken. Nehme ich Fähigkeitenkapsel. Brauche ich nicht wirklich eigentlich. Das ist nicht schlecht. Goldkronkorken. Ne? Und voll Scheuminze. Habe ich auch noch nicht 50 GP. So. So, und da kommt wahrscheinlich noch mal Delion als letztes, ne? Oh Gott, ey. Na gut, gucken, ob wir das auch schaffen. Ich werde es natürlich versuchen, aber ich kann euch versprechen, dass ich jetzt schaffen werde, weil ich habe immer so Panik. Aber mal schauen, vielleicht wird es ja was, ne? Also bis gleich hoffentlich. Warte mal, ich will mir mal die Uniform anschauen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Kampfturm Uniform. Irgendwo in der Boutique reingehen erstmal. Da steht Boutique, also das war nicht hier in der Nähe, ne? Ich glaube, da unten irgendwo. Oh, nee. Wir sind nicht unten. Nur halt. Wo ist die Boutique noch mal irgendwo unten? So, haben wir jetzt die Uniform bekommen, die Delion trägt. Kampfturm Uniform. Ich weiß es nicht. Oh Mann. Hier. Glaube ich. Oder? Nee, ich glaube, das ist ein Restaurant, ne? Nein, das ist die Boutique. Ich will meine Uniform anschauen. Okay. Sag mal. Hier nehme ich an, ne? Wow. Warum? Okay, dann versuchen wir uns in der Meisterballklasse beim nächsten Mal, ne? Sehen wir uns dann gleich. Ciao. So, und da ist auch schon wieder Delion. Okay, hat gefühlt so 10 Kämpfe gedauert in der Meisterballklasse, bis der mal aufgetaucht ist, was ich nicht so toll finde. Da muss ich echt jedes Mal 10 Gegner besiegen, bevor ich mich den stellen kann. Ne, nicht gut. Und ja, hoffentlich ist das der letzte Kampf und hoffentlich schaffe ich das. Ich habe Angst. Aber okay, in Breath Bay haben wir uns zum ersten Mal getroffen und stehen wir hier. Einerseits ist unsere Begegnung Ewigkeiten her, andererseits die Zeit wie im Flug vergangen.
Und jetzt, wir liefern uns beide uns in den Kampf und den allerbesten aller Kämpfe. Los. So, immer noch gleiches Team. Hier und da ein paar Werte noch maximiert, aber okay. Branawatz. Oh, nee. Ist nicht gut gegen Stalos. Warum machst du halt immer genau das Richtige gegen mich? So, Pflanze werden schlecht, aber ich habe nichts an Pflanzenattacken. Erdbeben ist physisch, kommen. Oh mein Gott. Oh. Das mit Lebensraum, okay. Haben schon hauwesens ein Angriff raus, ey. Stalos hat hier und da mal geschafft, hier ganze Teams auszumerzen. Also, sobald Deleon wieder hier rauskommt, habe ich natürlich keine Chance, ey. Nee, das überlebt er nicht. Ja, ich habe die Musik auch wieder geändert, ne? Champion-Thema. Und das war's mit Nidhogg. Gott verdammt. Mein erster Pokémon down gekriegt. So. Aber bitte sag mir, du hast nichts, was irgendwie Wasser absorbiert oder so. Bitte sag mir, du hast nichts, was Wasser absorbiert. Bitte. Also, warte, ich guck da jetzt mal ganz kurz nach, ey. Bis ich hier wieder hinkomme, ne? Oder was? Wo musst du irgendwas, was ich hätte vielleicht machen sollen, bevor ich das H2O absorber? Willst du mich eigentlich verarschen? Also, Badawatz kann H2O absorber haben. Ich weiß natürlich nicht, ob der jetzt hat, aber Dreck. Wird das so oder so haben, ich weiß das. Was soll er denn sonst alles haben? Nicht sehr effektiv. Und wird einfach. Bitte sag mir, du hast den kaputt. Sonst könnte das nervig werden. Ich hätte gerne Regen aktiviert gehabt, aber wird nicht. Glaube ich nicht. Echt zu blöder Starter, den er da eingesetzt hat. Der ist bestimmt schneller. Nein, bitte schneller, hau den weg, bitte, bitte. Nein, das sieht nicht gut aus. Nein. Welche Herausforderung hat der nicht H2O absorbiert, ne? Das sind seine versteckte Fähigkeit. Der hat doch mit Sicherheit den. Okay. So. Ich würde gerne den Sandsturm hier aktivieren. Dann wird den auf jeden Fall erledigen. Sandsturm kann nicht schlecht sein. So. Jetzt kommt den sein Glurak bestimmt, ne? Oder irgendwas anderes. Muss ich eigentlich nur noch einen Angriff aushalten. Glurak, so. Die Hälfte der AP sind schon mal weg. Alter. Bitte sag mir, der ist nicht schneller als ich, ey. Komm, du musst schneller als er sein. Komm, Dynamax, obwohl der ist auch jetzt Dynamax. Ich glaube, da wird nichts, ne? Je nachdem, was der jetzt einsetzt. Komm schon. Er setzt auch Kahn oder so ein, ne? Bewegt mich auf jeden Fall weg. Nein, Dynabrocken. Warum das denn? Okay. Nach Flut. Was war das denn? Ey? Hat er nicht Orkan oder so? Dann hätte er mich der Best Step gewesen. Jetzt voll gebracht. Okay. Aber bitte irgendwas, was ich vernichten kann. Irgendwas sehr langsam ist. Oder was physisch angreift. Ihorneo. Geil. Komm her. Meins ist definitiv stärker. Gott, nein, aber das Viech wird nie im Leben schneller sein. Und Kiembiss macht doppelten Schaden mit Regen, mit Step. Weg bitte. Oh Gott, da war eine glückliche Teamzusammenstellung für mich, finde ich. So, bitte, er sagt, das war das allerletzte Mal. Dank dir, Hopp, Glurak und den anderen in meinem Team kann ich unendlich stark werden. Ich habe schon einmal gesagt, aber der Reiz von Pokémon-Kämpfen verblasst niemals. Es ist noch viele weitere Kämpfe genießen.
So. Oh, das war der vielleicht beste Kampf, der jemals im Kampfhof stattfinden wird. Irgendwie nicht. Ach, was rede ich da? Du und ich, wir schaffen es sicher, einen noch besseren Kampf hinzulegen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich hoffe, wir kämpfen bald wieder, Champ. Lass uns unsere Leistung von eben übertrumpfen. Oh mein Gott, noch mehr? Ein Sieg über Dino in der Meisterbasis. Hast du... Dafür haben sich deine Pokémon ein besonderes Band verdient. Hat das alles? So, ich bin jetzt nicht aufgestiegen, ne? Das Ding ist maximal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch weitermachen kann oder so, aber das sind die Pokémon nicht gerade auf Level 100 trainiert, übrigens. Ich habe jetzt ein Band bekommen, ja super. Und den Sieg über den Meister des Kampfturms. Okay, das ist irgendwie ein gutes Zeichen dafür, dass ich vielleicht den Kampfturm abgeschlossen habe, ne? Also bis auf Teamkampf, ne? Weil ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht aufnehmen werde. Schon vor, wenn ich einen Teamkampf hier, wenn ich einen Kampf hier komplett geschaffen habe, aber ja. Natürlich nur wegen Band. Ich hätte jetzt gedacht, weil ich kriege jetzt noch irgendwas super geiles, aber anscheinend nicht. Gut. Ja, also Stress für nichts. Ich meine, wir haben eine Uniform bekommen davor, aber ja. Und vielleicht gibt es ja noch eine Belohnung. Ich werde wahrscheinlich mal nachgucken, aber ja. Das erste würde ich dann sagen, das war schon wieder. Und ja, wenn irgendwas passiert, tue ich noch was reinschneiden. Und wenn nicht, dann war es das für diesen Part, ne? Abonniert, kommentiert, liked und also was. Ciao. Hallo, Deleon, du auch hier im Doppelkampfturm. Dingen. Ja, natürlich habe ich es noch mal im Doppelkampf hier versucht und ja, gucken wir mal. Blablabla, boom. Also mal was schaffen. Ich habe nur einen Kampf gemacht und direkt danach kam schon Deleon, also weiß nicht. Und der Kampf, der war auch nicht so einfach. Also ja, mal gucken, wie das hier abläuft. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, versuchen wir es mal. Ich schaue natürlich erstmal Tarnsteine raus und dann versuche ich hier mal Klebenetz. Oh, perfekt. Ich habe nicht vor anzugreifen. Und ey, das kannst du jetzt nicht machen. Das ist unfair. Das sind illegale Moves. Wortwörtlich. So, Klebenetz. Das sorgt dafür, dass eingewechselte Pokémon langsamer werden. Und Tarnsteine. Das ist da, um Deleons Glurak hier vollkommen zu verdichten. So, was mache ich jetzt? Ich könnte Rammus einsetzen. Ich weiß nicht. Er wird auf jeden Fall jetzt. Warte mal. Da kann ich jetzt nicht nochmal Schutzschild einsetzen. Deswegen hier Kippe rum. Oh mein Gott, das machst du jetzt nicht echt. Da ist er jetzt voll unfair. Los, geh mit einem Schlag weg, bitte. Jawohl. Gut, und Intellion hat noch nicht angegriffen. So, trotzdem getroffen. Machst du jetzt. So, Gluak. Welcher verlangsamt werden müsste. Durch Tarnsteine. Was? Oh. Hier versuchen wir Body Press und Donner auf Gluak. Müsste den. Ein Voltula müsste auf jeden Fall schneller sein als dieser Glurak. Ein Facettenauge plus Donner, das heißt Chance zu treffen. Okay, Klebenetz, stellen wir fest, hat nichts gebracht. Geil. Das möchte ich nur treffen, komm. Lehmbrühe. Nein. Da tut doch Augengenauigkeit senken, ne? Hör auf damit. Da voll link. So, Donner, weg mit dich. Hier geht er ja voll die linken Taktiken, ey. Ich habe mir schon gedacht, dass der mit sowas kommt, ey, weil ich irgendwie nicht erwartet habe, dass er keine Ahnung mit wow. Weil das Doppelteam gespamme und ich treffe dich trotzdem mit meinen Stalos. Ja, doch voll einfach jetzt der Kampf. Genau, der letzte Kampf, da war irgendwie so gegen Koboin, also dieses Pinguin-Viech. Und ja, in Kombination mit Hagel und Aurora-Schleier, was irgendwie den
kompletten Schaden halbiert. Auf der anderen Seite war ziemlich nervig, weil man hat immer wieder seinen komischen Eisblockschädel jetzt zurückbekommen. Ja, war nicht so nett. Deswegen hatte ich mir jetzt irgendwas Schlimmeres vorgestellt, aber das sieht sehr gut aus. Ich habe noch 2 fitte Pokémon. Schau ich auf jeden Fall. Ich meine, eins davon ist anfällig gegen Wasser, aber vielfach anfällig gegen Wasser, aber egal. So, ich setze Schallwell gegen dich ein, oder das sogar gegen beide. So, einfach nur um komplett sicher zu gehen, tue ich mal deiner Maxen, ne? Ich möchte jetzt nicht, dass der, weiß ich, eine Handgranate noch aus seinen Stiefel rauszieht oder so. Also ich möchte ganz sicher gehen, dass ich den auch vernichte, auch wenn das jetzt voll der Overkill ist. Ich glaube, mein Cubey müsste schneller sein. Ja. Cool. Und das war ein relativ chillig. Oh, ich mache mich größer. Oh, ich mache mich wieder kleiner. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Und hätte ihm er strahlt selbst heller als ich. Okay, das war einfacher als gedacht. Cool. Alles klar. Silberkronkorken, cool. Rang 10 erreicht, Überballklasse. Jetzt komme ich, glaube ich, noch mal all die Belohnungen, die ich beim Einzelkampf auch bekommen habe, ne? Fähigkeit Kapsel, riesige Minze und GPE, die ich weiß gar nicht, wofür ich die nur ausgeben soll eigentlich. Ich habe mir schon all diese Bänder hier geholt für EV-Training und all sowas, also ja. Ach so, ja, 37, genau. Alles klar, dann sehen wir uns in der Hyperballklasse vielleicht, mal schauen, ich weiß es nicht. Bis gleich. Okay. So, hier ist Deleon in der Hyperballklasse im Doppelkampf. Und ja, ich habe aus Versehen schon eine Zeile von ihm weggedrückt. Aber ja, jetzt haben wir nie erfahren, was sein großer Traum ist. Aber egal. Lass kämpfen. Boom, Doppelkampf. Ich habe mein Team ein bisschen geändert am letzten Mal, glaube ich. Und ja, oh Gott. Ist nicht gut für das Setup, was ich hier gerade habe. Ja, schon mal sehr geil. Ich habe nichts, was ich machen kann gegen die Viecher. Tarnsteine und Lebennetz werde ich jetzt nicht so gebrauchen. So, ich könnte Donnerwelle einsetzen, aber ich überlege gerade, was werden die einsetzen. Drache wahrscheinlich, ne? Ja. Blöde Start kommen wir ja gerade. Ja. Ein Viech kann ich nichts machen. Also ja. Ja, boom. Ob dat. Oh mein Gott, ehrlich. Hoch ist gut. Kannst mich mal. Trotzdem. War jetzt voll unnötig. Mit Freck. Freck sie im Leben dadurch. Ne. Ein Bühr. Jetzt kommt er wieder mit 2, ja. Angriffen, ne. Alter. So ein Dreck, ey. Ja, Tarnstein erhört. Glurak sind schon mal ausgelegt. Muss mich überlegen, was soll ich als nächstes ein? Irgendwie schaffe ich jetzt nie, die erste Runde zu überstehen, ohne dass irgendwie eins meiner Pokémon kaputt geht. Bin ich voll nervig finde. Ah. Ich überlege gerade, was mache ich denn jetzt? Und sagen wir machen Bighorn. Muss Felswerfer einsetzen als Dynamax-Version.
Ja, das wird nicht gut ausgehen, ne? Schon so eine blöde Startkombi und also was. Dreck. Ich hoffe, du setzt als nächstes Glurak ein. Habe ich jetzt echt vergessen, den zu... Oh mein Gott. Das ist nicht wahr, ey. Jetzt habe ich vergessen, den zu deiner maximieren, ne? Ich hab echt vergessen, zu deiner maximieren. Verarscht mich jetzt hier, ey. Super, schon mal voll verschwendet. Ja, und links kann jetzt nicht mehr angreifen. Das ist auch sehr toll. Mhm. Geil. Super. Geil. Ja, Glurak ist so gut wie tot, aber bringt das nichts. Ey. Ja. So war es, ich einmal verdrückt, alles vermasselt. Also ich kann noch mal hier, weil ich will 5 Kämpfe machen, bevor ich wieder gegen den kämpfen, ne? Geil. Ja, vielleicht aus meiner Stimme, dass ich nicht so glücklich darüber bin, ne? Okay. Ist das? Weil mein Glurak wird wahrscheinlich auch schneller sein, also ja. Das war's leider. Ich kann nicht eigentlich weitermachen, ja. Ja. Wiener Flora, geil. Da gehst du auf Dings, gut. Ich ist dann auch so blöd und macht irgendwie was ganz Dämliches. Ja, ich werde noch hochgeheilt. Wenn ich alles mit einem Schlag weghaue, dann kann das noch was kommen. Vertraue dir, Mars. Dünner Flut. Oh nein, das macht jetzt die Angriff von dem einen viel stärker, ne? Ah, okay. Lehmbrühe, geil. Jawohl. Habe ich echt noch Glück. Katapultra. Ich habe Drachen Angriff jetzt drin. Wir bekommen. Was ist das? Oh nee. Ich greife jetzt noch mal an. Au. Ah, Dreck. Wenn er noch mal früher da einsetzt, einen halben Schaden macht oder ein Viertel Schaden, glaube ich, dann könnte das vielleicht noch was werden. Angriff sinken bringt nichts. Zahlangriff muss senken. Oh nee. Erdkräfte, nein. Warte mal, wie funktioniert denn das jetzt? Okay, da ist ein Step-Angriff, also komm schon. Würde es, ich habe Lebensorb ausgerüstet, also bitte, sie hatten jetzt alles ab. So, jetzt muss ich noch überleben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das noch zählt. Oh Gott, 2 AP. Das gibt's jetzt nicht. Oh mein Gott. Was? Meine Stärke haut mich jedes Mal um. Ich kann nicht als sein Talent zu bewundern. Mein Gott, das war so knapp. Mein stärkstes Team, ja. Okay, noch einmal. Komm. 10 Sonderbox. Silberkronkorken. Fähigkeit Kapsel. Ich nicht wirklich brauche. Goldkronkorken. Kann man ja mal machen. Handvoll Kühlmünze. 55 GP, von denen ich nicht weiß, wie ich nur ausgeben soll eigentlich. Aber okay. Gut, noch eine Stufe. Komm, die schaffen wir auch noch irgendwie irgendwann. Ich glaube an mich. Bis gleich. Guck mal, wer da schon wieder steht. Der Deleon. Ja, im Teamkampf diesmal. Doppelkampf meine ich. Und ja.
Guck mal, ob wir den jetzt auch noch mal gebacken kriegen. Und jetzt liefern wir uns beide einen Kampf im Kampfturm. Was liefern wir beide uns im Kampfturm den allerbesten aller Kämpfe? Los. Mal sehen. Ich habe so das Gefühl, das wird nicht so einfach. Aber schauen. Dungard und Katapulta. Das ist schon mal eine sehr miese Anfangstruppe. Aber nicht so unmöglich, glaube ich. So, Tarnsteine wegen Burak. So, und dann. Ich habe das für Dungard wird als erstes Königsschild einsetzen. Deswegen setze ich. Ja. Siedewasser, ehrlich. Er hat nicht Königsschild eingesetzt. Super. Ah, okay. Taktik wechseln. Oh mein Gott, ey. Jeder spielt hier sofort mit Dings. Und er macht natürlich erstmal was anderes. Spukball, warum nicht? Er setzt bestimmt jetzt als nächstes Dings ein, ey. Königsschild. Fällt mir schon mal nicht so, wie das hier abläuft. Oh. Kann ich wirklich irgendwie machen, also cool. Ja, machen wir den und sehr effektiv, auch nicht sehr effektiv, super. Klebenetz wird nichts bringen gegen Burak. Na, mache ich denn jetzt? Der wird nicht noch mal Dings einsetzen, ich weiß. Ich mache es trotzdem. Oh, der hat nicht Dings eingesetzt. Okay. Königsschild, alles klar. Was? Warum hat er so wenig abgezogen? Ich habe so ein Teil schon mal gewonnen, glaube ich. Gott, da läuft überhaupt nicht gut gerade. Spukball. Mach mich fertig hier gerade. Wird nichts, glaube ich nicht. Das könnte dir vielleicht teuer zu stehen kommen gerade. Er hat, glaube ich, einen riesigen Fehler gerade gemacht. Los, Mars, geh rein. Oh nein, nein, nicht du. Um Gottes Willen. So, jetzt könnte ich irgendwas anderes jetzt machen. So, du musst weg. Los, komm, schaffen wir. Ich bin. Hat so ein gutes Gefühl gerade. Wir hatten ja gerade Fluchtknopf gehabt. Los, komm, 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 komm. Ich muss schneller sein. Ich bin, glaube ich, nicht schneller als dieser Glurak, aber. Der, glaube ich, nicht. Effektives gegen meinen Mars, ne? Der hat glaube ich nur eine Drachenattacke, ne? Also, aber das ist kein Stab. Das muss der Mars eigentlich aushalten, glaube ich, hoffe ich. Also komm, mega Feuerflug. Oh ne, oh auf Stardust. Okay, hätte sowieso nicht mehr viel reißen können. So ist jetzt immer so blöd. Der hat jetzt Feuerflug hier aktiviert. Ist ein bisschen doof, aber dafür haben wir den sein Glurak. Feuerflug, da wird ein bisschen nervig leider. Aber wir haben noch Regen. So, Rione ist auch da. Komm. Der wird auch nicht so schnell frecken. Fußball, na. Ich bin schneller als den sein Viech. So. Sieht ein bisschen sehr doof. Ach ja, der hat ja Paralyse, genau. So, was will ich jetzt eher machen, ne? Das ist jetzt die Frage.
So, warte, ich mach das so. Boom. Und du machst. Warte. Wie ich das stärker. So. Wehe, du gehst jetzt in Dings. Okay. Brauche ich etwas Glück mit Dingens hier, mit Paralyse. Vielleicht setzt es wahrscheinlich Drakometor ein. Mach dich fertig, pass auf. Nein. Oh. Gott. Und ich habe jetzt Dings eingesetzt. Nein. Was ist das letzte Pokémon, was der hat? Felswurf. Ich kann jetzt nicht nochmal angreifen. Er macht einmal Pause danach. Bonk. Direkt, weil es denn sein letztes Pokémon. Er hat Gortrum oder so ist, dann habe ich verloren. Nein. Nein. Warte, Liberlo. Ich muss noch ein, zwei Runden aushalten, komm. Dann hat nichts. Oh, nee. Na komm, halten wir. Voll, das war ein Volltreffer. Los, Regen. Komm, das schaffen wir. Ich will treffen. Also, komm, Erdbeben. Ah ja. Okay, 90%. Komm schon, das halten wir aus. Nein! Ich bin zurückgeschreckt. Nein, das gibt's jetzt nicht. Oh, oh Dreckskerle. Oh mein Gott. Kann ich nicht einfach noch mal hier reingehen und den bekämpfen? Ich mach das noch mal jetzt hier so. Wird doch bestimmt klappen, oder? Schon, kann ich direkt noch mal gegen den kämpfen? Nee. Verdammt, so ein Dreck. Ich habe gerade herausgefunden, dass man einfach vor den Kämpfen speichern kann. Das Spiel tut nicht zwischen den Kämpfen speichern. Also, ich konnte jetzt, ich habe jetzt vor den Kampf gespeichert, habe jetzt noch mal Konsole ausgemacht und geladen und jetzt kann ich schon wieder gegen Leon kämpfen. Was ist das denn? Ich dachte, man speichern automatisch in Dings so Kampfturm und so was alles. Wenn das so ist, kann ich das ja immer wieder versuchen. Maxax und Rionio. Gut. Versuchen wir den so lange, bis ich diese Weise gewinnen, ne? Das ist übrigens ein ziemlich schweres Team hier schon wieder. Ich muss Tarnsteine wegen dem Durak ausballern. Was soll ich denn dagegen machen, ey? Spezialverteidigung senken, ne? Ja, Max Abs, komm. Ist ein bisschen schwächer auf der Brust, ne? Ja, aber nicht so schwach. Dreck. Jetzt haut er wieder hier ein Schlag weg. Ja, Nahkampf, genau. Ich krieg noch nicht mal meine Tarnsteine raus. Der hat jetzt bestimmt auch wieder Fluchtknopf oder irgendwie sowas, ne? Steinpolitur, ne? Vor allem wieder die Arme so nach oben gemacht, so komm her, Bro, komm her. So, warte mal, wenn du jetzt Fluchtknopf hättest, ne, das wäre jetzt perfekt. Ah, schade. So, boom und du bist schon mal weg. Rionio wird jetzt nicht schneller als Dings. Was? Wie bitte? Ist jetzt schneller als? Das kann irgendwie nicht sein, ne? Rionio ist verdammt langsam. Oh ja, stimmt. Kein Ziel mehr da. Cool. So, der setzt jetzt Glurak ein, oder? Kann ich Dings einwechseln wegen Dings. So, was mache ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Ja, natürlich Mars, ja.
deiner maximieren, Glorat losschicken und ich weiß nicht, das Schlimmste, was passieren kann. Ironio ist ja jetzt schneller, ne? Das kommt noch mal so funktionieren. Also wenn ich jetzt verliere, dann kann ich einfach wieder in den Spielstand laden und dann kann ich schon wieder gegen den Kämpfer. Ich dachte immer, die tun zwischendurch speichern zwischen den Kämpfen, gerade damit man sowas nicht machen kann. Das ist dann voll einfach. So. Ich wünschte irgendwie, man könnte diese Animation überspringen, aber dass sich das jedes Mal bei Diner Raids und sowas anzugucken oder hier im Kampfturm, ist ein bisschen nervig, ey. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwierig ist, dass wir so NPCs irgendwie so Dynamax Mini werfen von dem Ball und das Viech wird größer. Man sieht einfach nur den Ball fliegen, die werden größer. Warum hätten die jetzt hier nicht einfach machen können? Dreck, ey. Mega Feuerflug, nein, nicht schon wieder. Nichts abgezogen. So, aber du bist auch weg. Boom. Mein Gott. Der Mund. Tatsächlich der Trihornio jetzt mit einer Steinpolitur schneller als alles andere. Das scheint mir irgendwie nicht richtig. So. Was ist das nächste? Oh, bitte sag mir nicht, das Katapulta. Okay, komm. Willkommen, raus. Pantifrost, okay. Nee, warte, das ist schlecht. Ja. Wegen Eisattacken. Aber Eis ist neutral gegen Mars. Ich meine, diese Bocken an, die ja gegeneinander kämpfen. Erdbeben hat mir nicht so viel Schaden gemacht, ne? Aber der kommt jetzt eher dran, ne? Frage ist, ob er jetzt eher als er dran kommt. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Hoffen, hat das funktioniert. Oh mein Gott! Drachenstoß. Wo kommt das denn auf einmal her? Warte, was? Mogelieb hat nicht funktioniert? Okay. Gegen Gedynamax zu Pokémon funktioniert hat nicht? Cool. Gott. Da wird den, glaube ich, nicht erledigen, ne? Oder? Komm. Jawohl. Den Hammer. Boom. Ist da runtergeprasselt. Boah. Zweiter Versuch gegen den. Direkt geklappt. Dank dir, Hauptglurk und bla bla bla, habe ich es so weit gebracht. Schon wieder. Haben wir schon gelesen. Was war vielleicht der Bestkampf der jemals? Nein. Hat schon schwierigere hier, glaube ich. So, herzlichen Glückwunsch. Noch mit einem Band und mehr nix. Geil. So. Mal irgendwie so ein flashy Medaille oder Trophäe oder irgendwie so was. Nur so, hey, du hast den besiegt. Hier, deine Pokémon kriegen jetzt Bänder. Vor allem sind das genau die gleichen Bänder wie im Dings hier. Im Solo-Dingen. Oh. Ich dachte jetzt, ich habe ihn gelöscht von der Existenz hier. Seine Existenz gelöscht. Warte. Ich will Bericht sehen von dem sehen. Mein Gott, warum ist das da oben? Ne, Turniermeisterband. Cool. Die Hälfte von denen hatte die schon, glaube ich. Gut, dann hätten wir da doch erledigt, ne? So, somit haben wir jetzt, glaube ich, alles erledigt, was man erledigen kann im Normalspiel, ne? Und ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's dann, das ist Part, das müsste Part. Warte mal, ich komme jetzt gerade durcheinander mit meinen eigenen Parts hier. Ich sehe die gerade vor mir. Müsste der 72. Part sein, ne? Das heißt, der 73. Part wird dann das
DLC sein, was ich mir wahrscheinlich gleich so ungefähr unterladen werde und dann irgendwann in Zukunft aufnehmen will. Und ja, in dem Sinne freue ich mich schon, um zu sehen, was alles im DLC auf mich wartet. Sehr viel informiert habe ich mich nicht. Ich habe so die so einen Trailer habe ich, glaube ich, gesehen, als damals der DLC rausgekommen ist, so ein paar Bilder von einigen Pokémon. Sehr informiert habe ich mich eigentlich nicht. Also kommen wahrscheinlich ein paar Überraschungen für mich da drinne und ja, freue ich mich schon und ich hoffe, ihr freut euch auch und ich hoffe, ihr hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar, wenn euch dieser Part gefallen hat und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.